Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Ja, hier sind wir wieder mit FIFA 14 und ja, wir fangen gleich an mit dem Spiel gegen Braunschweig. Musste ich ja jetzt hier alles mal so ein bisschen machen. Ja, wir spielen natürlich in Gelb, gar keine Frage. Dann müsst ihr halt in Weiß spielen. So, wir nehmen natürlich keinen Regen. Ich mag keinen Regen. Ach nee, ist ja bewölkt, ist gut. Und dann geht's los. Normalerweise hätten wir auch ganz viel umstellen können. Wir spielen ja gegen Braunschweig. Ah, ist gut. Tja, Torwart, lass mal nicht rauslaufen. Lass mal nicht rauslaufen. Vielleicht lernst du ja noch irgendwann raus. Wahnsinn. Er hat mal einen Ball gehalten. Tja, lass mal nicht rauslaufen. Gut. Fertig. Und wir machen weiter. Kumbela ist wahrscheinlich der Einzige, auf den wir ein bisschen achten müssen, weil der so ein bisschen schneller ist. Und uns vielleicht mal das ein oder andere mal weglaufen wird. Ja, ich ärgere mich jetzt schon, dass ich die Leute hier nicht eingesetzt habe. Ich habe jetzt ganz viele neue hier im Kader und setze sie nicht ein, obwohl wir im Endeffekt wirklich gegen eine schlechte Mannschaft spielen. Weil wir hätten auch eine B-Mannschaft spielen lassen können. Die besten Spieler dürften hier so um die 70 haben. 74 war, glaube ich, der Beste. Das war, glaube ich, Krupke oder Kumbela. So. Läuft jemand mit? Läuft jemand mit? Mkhitaryan hat den Ball. Und ja, gut. Er ist im Aus. Egal. Vielleicht wird es ja ein Kampfspiel. Vielleicht ist es ja so, dass wir im Endeffekt doch gefordert werden und wir das Ganze hier nicht so sicher gewinnen, wie ich mir das denke. So, da unten. Nein, da oben wollte ich hin. So, Blaschi. Pisscheck. Ja, tolle Sache. Na, war der nicht im Aus? Freunde, macht hier keinen Müll. Das gibt's doch gar nicht. Wo man die Spiele hier mal kriegt. Na, aber abseits? Ne. So, Reus hat natürlich eine Ballbeherrschung, die ist vom Feinsten. Hätte auf der Linie das Ding auch mal rumgeschnirkelt und da ist das Ding drin. Mkhitaryan mit dem 1:0. Ja, war eigentlich zu erwarten gegen Braunschweig. Durften wir nicht so viele Probleme haben. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich wirklich jetzt auf Weltklasse schon so ein bisschen eingeschossen, ja. Größtenteils gewinne ich die Spiele. Finde ich ganz gut, dass das so gekommen ist. Irgendwann könnte man dann vielleicht sogar mal auf Legende spielen. Wäre eine gute Sache. Auch wenn jetzt hier mal so ein Angriff vom Gegner aufblitzt, aber der war nicht bis zum Ende sozusagen gespielt, von daher nicht so gefährlich. Boah, Reus, warum läufst du denn nicht? Hättest du vorher mal laufen müssen. Hab den doch schon vorher laufen lassen. Natürlich doof. So, haben wir jetzt noch was? Da oben läuft noch eine mit. Ah, Laschi, muss doch schneller laufen. Tja, da konnte ich nichts mehr machen. Hätte noch passen können. Ich weiß nicht, ob der dann noch angekommen wäre. Hätte bestimmt komisch ausgesehen, weil er den dann hätte irgendwie annehmen müssen. Ja, Mkhitaryan auch gut, dass der hier so ein Tor macht. Ich habe den nämlich in meiner Trainerkarriere, die ich so gespielt habe, habe ich den verkauft, weil der irgendwann einfach nie gespielt hat, weil Aubameyang ihm so ein bisschen den Rang abgelaufen hat sozusagen. Und ja, deswegen ist es mal interessant zu sehen, was aus dem so werden kann. Problem ist ja immer, wenn man den irgendwo in einen anderen Verein verkauft, sieht man nicht mehr wirklich, was der für eine Gesamtstärke hat. Sonst hätte man ja immer mal zwischendurch gucken können, wie gut er ist. Sonst sieht man das nur, wenn man die Nationalmannschaft hat. Und ich wollte nicht unbedingt die armenische Nationalmannschaft nehmen. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt gibt hier. Müsste es eigentlich, aber sicher bin ich mir da nicht. So, nächstes Tor, Lewandowski. Und damit haben wir den Sieg eigentlich schon so gut wie sicher. Um jetzt mal nicht hier vorwegzugreifen, aber ich glaube, das Spiel ist sicher. Kommt einem gegen solche Mannschaften dann auch immer sehr, sehr einfach vor alles. Aber ja, gegen andere Mannschaften hat man da mehr Probleme. Champions League sage ich da nur. Oder Nationalmannschaft. Nationalmannschaft ist für mich hier somit das Schwierigste. Ich meine, das ist auch normal. Oder beziehungsweise es ist auch gut so, dass es so ist, weil es ist ja realistisch gehalten. Oh, Blaschi hier daneben geschossen. Blaschi generell auch nicht so
so torsicher. Ich meine, er ist in der Realität auch nicht so torsicher. Haut gern mal einen Ball drüber oder daneben, aber hat hier so seine Defizite beim Abschluss. Kann ich auf jeden Fall sagen. Er macht öfters mal seine Sache. Er hat bei mir in einer Saison in der Trainerkarriere, ich weiß gar nicht, ob es bei der aktuellen war oder bei der ich davor mal angefangen hatte, hatte der mal wirklich 6 Tore oder so hintereinander gemacht. Also nicht jedes Spiel, aber schon ziemlich dicht beieinander. Und ansonsten war der wirklich relativ schwach immer aufgestellt, was das angeht. So, Blaschi ist jetzt hier wieder dran. Ach, schade. Nein. Er sollte eigentlich schon vorher nach oben. Mensch. Oh. Den nicht laufen lassen, den Kumbela. Wie gesagt, der ist gefährlich. So, da wenigstens nochmal gut gestört, sodass er nicht zum Abschluss kam, aber jetzt wird es wieder gefährlich. Kopfbälle. Da haben wir es ja. Aber Subotic steht. Oh, was war denn das? Subotic. Mann. Ich stelle ihn da extra hin und dann springt er da irgendwo ins Nichts. Das darf gar nicht passieren, sowas. Ja, Lewandowski läuft nicht wirklich so, wie er sollte. Aber egal. Gegner macht nicht wirklich was draus. Und ja, jetzt ist Halbzeit. Und was? Ich dachte, es wäre schon der Halbzeitpfiff. Was ist denn hier los? Was war das für ein Quark? Der hat jetzt echt einen Foul gepfiffen. Ich weiß nicht weswegen. Aber okay. Halbzeit ist ja noch lange nicht hier. Sind ja noch 9 Minuten. Ah. Ja, danach erst einmal ein paar von den neuen Offensivspielern draufsetzen. Das wird auf jeden Fall interessant. Nächste Partie dann eventuell, ich glaube, dürfte gegen Bremen sein. Ich weiß nicht, die haben, glaube ich, denselben Spielplan übernommen und einfach nur die Mannschaften, die aufgestiegen sind, ersetzt. Oh. Wenigstens kam er aufs Tor, das war gut. Ich glaube, Piszczek und Schmelzer sind auch relativ torsicher, dadurch, dass die... Oh, ich passe und sehe schon, dass der im Abseits steht. Dadurch, dass die ja eigentlich gelernte Stürmer sind, haben die, glaube ich, auch relativ gute Werte, was den Torabschluss angeht. Piszczek ist ja auch generell eigentlich nicht so schlecht, was den Abschluss angeht. Schmelle da schon, ja, bisschen anders, finde ich. Schmelle hat, glaube ich, auch erst ein Tor oder so gemacht, oder zwei für Dortmund. Bin mir aber nicht sicher. Kann durchaus sein, dass er schon mehr gemacht hat, aber ich kann mich bisher nur so an zwei erinnern. Und da der erst seit 2009 oder so bei Dortmund ist, dürften das auch wirklich alle gewesen sein. So, weg jetzt hier. Das Einzige, wo er halt immer relativ gut punkten kann, ist bei nahen Freistößen, aber mittlerweile haben wir da wieder den Sahin. Und der war ja auch früher da. Von daher hat er im Endeffekt nicht so wirklich die Chance gehabt, da großartig Tore zu machen. Ansonsten war er ja von der rechten Seite, also wenn er links schießt, den Freistoß, da war er dann Schmelle für zuständig, dadurch, dass er der einzige Linksfuß sonst noch war. Aber wie gesagt, jetzt haben wir Sahin wieder. Und von daher macht er es dann wieder. Gut, jetzt Halbzeit. Dann doch. Und ja, wir hatten 5 Schüsse, die Gegner 2. Davon einer aufs Tor, glaube ich, und der andere ziemlich ungefährlich. Oh, Mensch, Blaschi. Alter Mann. So, jetzt kommt. Nein, das gibt's nicht. Blaschikowski gegen Caligiuri und Blaschikowski gewinnt natürlich, ganz klar. Ach Gott, das kann nicht wahr sein. Ja, es wäre auch mal interessant zu wissen, wen die sich hier alles geholt haben. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht, wenn ihr das wissen wollt, kann ich das beim nächsten Mal bei der Transferperiode dann auch mal so nachschauen, wen die sich wirklich hier kaufen. Wenn es denn interessante Leute sind, also wenn es irgendwelche Leute sind, die man eh nicht so wirklich kennt, dann ist das auch nicht so wichtig, aber bei wichtigeren Leuten wäre das immer ganz gut, glaube ich, wenn man da weiß, wo die hinwechseln. Können wir uns auf jeden Fall auch mal angucken, gar kein Problem. Zumindest halt die Bundesliga. Ich glaube, die anderen kann man nicht so wirklich einsehen, außer die Top-Transfers. Und die letzten Transfers, die werden ja dann immer angezeigt in dem Fenster, aber die könnt ihr dann auch nochmal nachgucken. Allerdings könnte ich, glaube ich, bei den, ja, bei den Transfers in der Bundesliga auch nochmal durchgucken, alle Vereine. Da könnte man dann wirklich sehen, welche Vereine, welche Leute geholt haben und welche weggegangen sind.
Ah, schade. Nein, da war wieder das altbekannte Problem. Dieses Lupfen, weil ich das auf der Lupftaste habe. Aber ich bin da so dran gewöhnt von früher mit dem Spielerwechsel, dass ich das nicht mehr hinkriegen würde, glaube ich, das zu ändern. Ich muss halt gucken, ob ich die Lupftaste umändern kann. Auf eine andere Taste legen kann. Das wäre vielleicht noch die Sache. Dann geht. Weil das ist echt ungünstig, ja. Man wechselt den Spieler und der lupft dann andersrum. Das hatte ich nämlich auch schon, dass es andersrum war. Ich habe gelupft und dann hat er mir den Spieler weggewechselt, weil der noch ein bisschen weiter weg war vom Ball und sich dann gedacht hat, oh, der will bestimmt gar nicht den Spieler haben. Obwohl der ideal zum Ball stand. So, jetzt bin ich aber leider weggegangen vom Spieler. Das war natürlich ein Fehler. Caligiuri nutzt das hier gleich aus. 61. Und ich sag mal so, wir können jetzt erst echt mal die anderen Leute draufbringen. Ich denke mal, wir haben jetzt hier defensiv nicht wirklich Defizite, dass wir sagen müssen, wir lassen die. Omar kommt drauf und wir bringen auch noch ein paar andere. Ja, können Rabello mal draufsetzen. Alcacer, den nehmen wir beim nächsten Mal. Stürmer wechseln ja fast immer aus. Von daher lassen wir mal Levy drauf. Vielleicht macht er noch so seine Dinger. Schauen wir mal, was die so offensiv zu bieten haben, die Jungs. Und vor allen Dingen, ob die hier gleich attackiert werden oder nicht. So, ist check erstmal, ja. Erstmal natürlich noch nichts zu sehen von denen. So, war ja kein Pass, deswegen könnte da auch nicht im Abseits stehen. So, Rabello. Levy. Na. Ach, kann nicht sein. Kann nicht sein, Leute. So, Bakalli hier auch, Bisscheck. Bisscheck mit der Flanke, aber da war nicht wirklich was zu holen. So, nochmal nach außen. Schmelle. Ja, die sind alle wieder rausgelaufen. Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? War natürlich der Kleinste jetzt in der Mitte und sollte da den Ball abnehmen. Mensch, das kann nicht sein. Du sollst nach außen spielen. Junge. Tja. Wenn die nicht machen, was ich sage, dann kann das ja nichts werden. Ich wollte eigentlich komplett nach außen wieder. Aber ich glaube, dafür war es auch nicht doll genug gespielt. Ach, wo passt du hin, Bruma? Junge. So, Abello, der ist ja echt winzig. Ist ja nicht 1,74 oder so gewesen? Sieht ja aus, als wäre er 1,60. Wahrscheinlich im Vergleich zu allen anderen. Einfach nur extrem. Oder war das der Alcacer? Der Alcacer war so groß, glaube ich. Über Abello habe ich gar nicht drauf geachtet. Bei den Kleinen immer das Problem, dass die relativ schnell umfallen. Umgeschubst werden. Da nochmal so ein Gewaltschuss von Lewandowski, um den Sieg dann hier wirklich festzumachen. 10. Ligator. Nachdem er beim letzten Mal sein 10. Tor gesamt geschossen hat, hat er jetzt hier sein 10. Ligator erzielt. Und mal sehen, ob es noch mehr werden. In dem Spiel, meine ich. Insgesamt werden es wahrscheinlich noch ein paar mehr werden. So. Ah, verdammt. Das war blöd. Hätte ich mir sparen müssen. Aber hier hinten Subotic, natürlich eine Bank. Genau wie Hummels. Immer sehr stark, die beiden. So, da vorne haben wir jetzt eigentlich jemanden zum Laufen. Genau. Und Bruma. Ach Gott. Schade. Schade. Er hat beinahe sein erstes Tor gleich gemacht. Im ersten Spiel. War eigentlich gut vorgelegt und auch gut gemacht, aber leider war da der Torabschluss noch nicht ganz so gut. Mal sehen, ob sich das noch bessert. So. Nein, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Der hält den Ball nicht am Fuß. Wen ich gespannt bin, ist auf jeden Fall Malanda. So viel Stärke wie der hat. Da will ich echt wissen, wie es weitergeht mit dem. Ob der wirklich so gut wie jeden Ball bekommt, einfach nur durch seine extrem hohe Stärke. Das wäre interessant zu wissen. So, das war ein bisschen zu spät, glaube ich. Der war schon im Abseits, oder? Nee. Das gibt's doch gar nicht, Mensch. Waren wir da nicht dran? So, bin ich auch mal gespannt drauf, wen wir als nächsten Gegner haben, damit wir mal gucken können, ob wir nicht ein paar, oh, was war das? Ob wir nicht ein paar Spieler aufs Feld bringen hier, die wir hier hätten eigentlich spielen lassen müssen. Weil gegen Braunschweig, ich denke mal, das Ding hätten wir so oder so gewonnen. Also wenn man gesehen hat, wie schnell wir die ersten beiden Dinger da reingezimmert haben. War fast wie gegen Augsburg, aber
Wir waren noch ein bisschen dominanter. Das Gegentor war natürlich auch ja, verdient, sage ich mal, weil ich da auch einen Fehler gemacht habe in der Abwehr. Hab den da ganz alleine stehen lassen. Das sollte man natürlich nicht tun. So, Pisscheck hier auf Bakalli und Bakalli schafft's nicht. Ja, lässt den Fuß hinten stehen. Kann man natürlich nichts machen. Kann er sich natürlich nicht durchsetzen. Aber es ist immer doof, dass die neuen Spieler hier immer eher attackiert werden und eher solche Aktionen kommen. Das finde ich immer komisch. Also bei so relativ schlechten Spielern im Vergleich zu allen anderen, die wir hier haben. Finde ich echt seltsam, dass das immer so kommt. Also es wird ja mit Absicht so gemacht worden sein, dass die schlechten Spieler eher attackiert werden. Gut, Lewandowski macht hier seine beiden Tore und ja, wir haben es verdient gewonnen, muss man sagen. Von den neuen Spielern haben wir nicht allzu viel gesehen. Ich hoffe, wir haben beim nächsten Mal die Gelegenheit, ein paar mehr aufs Feld zu bringen von denen. Gegen Werder Bremen, sage ich ja. Da wurde einfach nur der alte Spielplan genommen und die Mannschaften wurden ersetzt, die jetzt auf- und abgestiegen sind. Da gucken wir auch ganz gerne nochmal auf die Tabelle, oder? Die Tabelle. Jetzt haben wir nämlich auch mehr Luft, was die ganzen ja, Leute angeht, die nicht ganz gut drauf sind. So, Bayern hat anscheinend mal unentschieden gespielt, oder? Kann das sein? Die waren auf jeden Fall vorher irgendwie bei, auch irgendwo in den 50ern schon. Haben sogar ein Spiel mehr als wir, also haben so zwei unentschieden gespielt. Das ist richtig gut, weil dann können wir mit dem nächsten Spiel wieder ranrücken auf 7 Punkte. Das wäre ganz gut. Wolfsburg hat sogar schon 2 Spiele mehr als wir. Ich frage mich, wie das geht, weil normalerweise in der Bundesliga kommt das nur vor, wenn es Wiederholungsspiele gibt. Und es ist sowas von selten. Aber okay. Gut, dann gucken wir hier nochmal schnell rein. Portugal. Da haben wir doch jetzt einen Spieler, oder? Haben wir nicht einen Portugiesen dabei mit Cancelo? Oder war das ein Spanier? Müssen wir mal kurz nachgucken. Portugal war natürlich eine interessante Sache. Deutschland. Ah, hier brauchen wir nicht gucken, da ist kein Portugiese dabei. Wir müssen draußen mal gucken. Omar ist Portugiese, genau. Und ansonsten Spanier haben wir noch. Ich glaube, da haben wir auch als. Ah ja, hier, Cancelo auch ein Portugiese, sage ich ja. Malanda ist Belgier, ja. Grimaldo ist Spanier. Also 2 Spanier, 2 Portugiesen dabei und 2 Belgier. Das heißt, die 3 Mannschaften werden schon mal interessanter für uns. Können wir mal reingucken, welche wir jetzt alles hatten. Wir hatten Schweiz, wir hatten Frankreich, Belgien haben wir sogar. Gut, dann ist jetzt die Frage, nehmen wir Belgien oder nehmen wir Portugal? Also Portugal ist momentan auch sehr, sehr gut aufgestellt. Belgien dürfte Probleme haben im Mittelfeld. So viel ich weiß. Belgien hat ja Eden Hazard im Mittelfeld. Und ich glaube, einer war noch irgendwie Vincent Kompany. War der denn im Mittelfeldspieler? Ich glaube. Das wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Da könnt ihr mal abstimmen. Welche Nationalmannschaft das jetzt sein soll. Ich glaube, Australien ist aus dem Rennen, weil da haben wir keinen Spieler mehr. So, wie sieht's hier aus? Der Torwart ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja, 52 bis 60 ist natürlich schlecht. Das ist eigentlich auch schlecht. 51 bis 63. Nehmen wir mal raus hier. Den Fernando Alonso. Der ist nämlich noch zu schlecht für sein Alter. So, Humberto Sanchez, den können wir erstmal drin lassen. Und abwarten. Mit Radoslav Kurto sieht's ähnlich aus. Den lassen wir noch weiter drin. Der wird, denke ich mal, ein relativ guter werden. 15 Jahre und hat jetzt schon fast 69, also er könnte schon 69 Stärke haben mit 15, das ist richtig gut. Und hat ein Potenzial immer noch bis 94, das ist super. Ansonsten hier den Fabian Torres, der hat halt keine Stärke momentan. Ja, da wurde ja schon gesagt, ich soll den doch reinnehmen. Aber ja, das Ding ist einfach, der hat keine Stärke. Ja, 52 bis 60 ist halt nicht gut. Und da er schon 16 Jahre alt ist, ist mir halt zu wenig. Tut mir leid. Wenn man so sieht, der hat halt Beschleunigung und Sprinttempo einigermaßen, ansonsten ist da nichts vorhanden. Ja? Wo spielt er?
Offensiv, zentral, offensiv, Mittelfeld so ungefähr. Ja, da bräuchte er Übersicht, da bräuchte er Ballkontrolle, da bräuchte er Passspiel. Er hat davon nichts. Ja, Kurzpassspiel ist vielleicht nicht ganz so schlecht, aber die Übersicht ist ja mäßig. Also ich glaube, den nehmen wir eher nicht mit rein. So, letzte Frist für Transfers ist abgelaufen, Spielerverkauf. Haben wir alles schon durch. Und hier gucken wir demnächst nochmal. So, meine Einsatzzeiten. Ich bekomme nicht so viel Spielzeit, wie ich sollte, und darüber bin ich nicht glücklich. Das ist nicht gut. Emerick Aubameyang hier ist auch jetzt langsam wieder fit. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Schuto.